Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht heute weiter mit diesem wunderschönen Golf 2 hier. Doktore Wehmeier, hab schon die Schnauze voll. Es ist mal wieder spät. Wobei, so spät ist ja noch nicht. Keine Angst, das ist übrigens eine Badehose hier, nehme ich an, und keine Unterhose, ne? Das sag ich nicht. Das bleibt. Das, der Rest ist nur das weiße Bein. Bleibt Betriebsgeheimnis hier, aber wir haben tatsächlich vor, heute als allererstes die zweite Antriebswelle hier rein. Die erste war gerade schon ein Spaß, ne? Ja, die geht aber besser. Genau, jeder kennt das Golf 2, Beifahrerseite nicht so geil. Fahrerseite wird jetzt hoffentlich besser. Dann widmen wir uns Marius nächsten Lieblingsaufgabe seit Tagen, da kommen wir später zu, diese Pedalerie hier. Das heißt, wir entlüften einmal die Bremse und die Kupplung. Und dann steht auf dem Plan tatsächlich das Auto nochmal einmal anzureißen und gucken, A, ob der Shifter schaltet und B, ob die Kupplung trennt. Und ein bisschen C, die Sensoren gehen. C, die Sensoren gehen, genau. Und wenn das nämlich alles funktioniert, wollen wir nämlich Freitag auf dem Prüfer. So ist ein der Plan, ne? Dein Plan ist so, ja. Unser Plan, weil wir wollen ja TTT fahren, das sind jetzt noch genau anderthalb Wochen. Das heißt, das wird sportlich. Das sieht aber hier wilder aus, als es ist. Deswegen, ich würde sagen, erstmal Welle rein und dann geht's los, ne? So, achso, ja, hier, das wollte ich euch eigentlich noch zeigen, bevor die Welle reinkommt. Wellen sind von Thorsten zurück. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, ich hoffe allerdings, hier sieht man es vielleicht ein bisschen besser, wie die jetzt gehärtet sind. Also man sieht an der Farbe, dass die minimal jetzt so bronzefarben sind, was halt immer ein Zeichen dafür ist, dass ein bisschen Temperatur gekommen hat. Spezialfett ist auch drauf. Schellen fehlen noch. Genau, das kommt. Wir wollten das erstmal einmal reinchecken hier. Ja, ich warte noch auf Schrauben von dem Widerstand. Guck mal von oben eine ansetzen. Ja, das geht erstaunlich gut bei diesem Auto jetzt. Ja. Da ist jetzt Platz. Genau, also die Schrauben ansetzen. Auf der Seite. Das sieht gut aus. Und drehen wir ein bisschen gegen, Uhrzeigersinn. Gegen. Jetzt bin ich gespannt. Gegen, ja. Genau das gegen. Nee, noch ein weiter. Stück. Noch weiter. Ich habe eine Casio, die läuft ganz eigen. Noch weiter. Ja, so. Immer noch. Ich finde ja bei diesen 108er Innengelenken alleine schon geiler, dass es 10er Schrauben sind und nicht 8er. Die würden Level jetzt noch verlängern. So, nebenan gehen. Durch die Wand. Hau mir die Zahl raus jetzt. Klong. Kannst du mal die Welle halten? Ja. Alter, ich hoffe, die zensieren uns nicht diese Unterhose hier weg. Das ist die 300er Hose. Für Kaufangebote bin ich offen. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr meine Unterwäsche kaufen wollt. Und ciao. Ja, aber das ist so sauber hier. Die Querlenker hier von Thorsten, die bauen wir erst nach dem Prüfstand ein, weil wir werden es vor dem Prüfstand nicht mehr schaffen, ordentlich Vermessung zu machen. Und wie es beim Arbeit auch war, kann man hier natürlich so ein bisschen was schon einstellen. Das heißt, das machen wir dann lieber in Ruhe auf dem Prüfstand so. Weiter, Gott. Ja, mal drin, wo ziehen wir denn noch fest? Naja, machen wir. Mit der Hand nach dem Prüfstand, ne? Ja, aber so ein 108er Gelenk sieht auch gleich viel fetter hier drin aus, ne? 8 mm da, aber irgendwie sieht es doppelt so groß aus. Ja. Hast du auch Glück hier, dass wir an deinem lackierten Gehäuse nicht nochmal einen Fächerschleifer ansetzen müssen, ne? Ja. Haben wir eigentlich diese Schnellkupplung in der Kupplung schon mal getestet? Nee. Doch, hatte ich vorher schon so gefahren. Ja, also auch mal aufgemacht und geguckt, das geht? Das habe ich nicht getestet. Weil eigentlich ist diese Schnellkupplung dafür da, dass man jetzt einfach die Kupplungsleitung abnehmen kann, ohne neu zu entlüften. Das heißt, hier ist so ein Doppelkolben drin und in dem Moment, wenn ihr es aufmacht, geht der Kolben quasi auseinander und schließt somit quasi die, also wie soll ich erklären, die Flüssigkeit wird komprimiert und somit kann keine Luft rein. So, es ging jetzt die letzten Tage mit der Pedalerie so. Die war der absolute Endgegner, wirklich. Also die hat mich dermaßen geärgert. Aber jetzt scheint es zu funktionieren. Also es war zum einen undicht, weil ich dachte, hier wäre ein Konus drin, ist aber nicht. Jetzt sind da Aluringe drunter, jetzt geht's. Und die Nummer zu entlüften war irgendwie auch mega bescheiden. Und das in einem voll lackierten Innenraum, ja, in ungefähr 500 Stunden arbeiten.
Also jetzt bin ich guter Dinge, dass es jetzt klappen sollte. Weil man muss ja eigentlich sagen, sonst so alle Leitungen, die du gemacht hast, die waren ja lückenlos alle dicht. Die ich dann auch nachgezogen habe, waren dann auch dicht, ja. Aber diese Zylinderthematik, die war nervig. Und dann noch vorne und hinten getauscht, ja. Und so waren wieder 3 Tage rum. 3 Abende. Also ich glaube auch für einen Laien, ja. Also jetzt haben wir zum Glück mit Arbeit schon so ein bisschen Erfahrung, was die Pedalerie angeht. Ob ich es nochmal machen würde, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ist optisch schön, alles gut. So, die nächste Sache ist, man sieht es jetzt schon, das ist halt auch schwierig. Wie viel haben wir jetzt gerade mit dem Entlüftungsgerät drauf? 0,7 so. So, jeder, der mit so einem Entlüftungsgerät arbeitet, weiß, dass man eigentlich eher in Richtung, ich sag jetzt mal vorsichtig, 1,5 Bar geht problemlos und der fängt tatsächlich hier schon an, leicht zu tropfen. Ja, da könnte ich jetzt nochmal die Schrauben nachziehen gleich, aber... mir auch schon aufgefallen. Also qualitativ war das nicht umwerfend, sagen wir es mal so. Und das eigentliche Problem waren halt die ganzen Anschlüsse hier. Da muss man halt immer gucken, wie wo was. Marius dachte eigentlich, dass hier ein Konus unten drin ist, also das ist ein Dash-3-Gewinde. Das Problem war allerdings, dass der Konus hier unten drin nicht abgedichtet hat, deswegen jetzt mit Aluring gearbeitet, Dash-3, Dash-4. Sonst kurz zur Bremsen-Config, Tilten-Pedalerie. Kupplung, Waagebalken vorne hinten. Dann, ähnlich wie wir es bei Le Mans auch geplant haben, also klar, Kupplung geht einfach nach vorne in den Schnellverschluss rein. Bremse vorne geht einfach nur in den Verteiler und links rechts. Bremse hinten geht als allererstes hier in Line-Lock. Ins Line-Lock, genau, für Launch Control Start, ZB. Also ist Magnetventil eigentlich einfach nur, oder? Genau, ist eigentlich nur elektrisch sperren und fertig. Und das hier ist auch genauso Handbremse, beziehungsweise halt einfach nur Standbremse. Heißt Bremse treten, Hebel umlegen, dann bleiben die Räder hinten blockiert. Ja, und dann in der Mitte den Behälter mit 3 einzelnen. Das funktioniert auch gut, also die sind tatsächlich voneinander getrennt. Das heißt, wenn ein Ding jetzt undicht ist, läuft nicht alles aus, sondern nur eine Kammer. Aber trotzdem, in dem Innenraum ist das natürlich... sorgt für schlechte Laune auf jeden Fall, ja. Also jetzt haben wir den 3. Abend, gucken wir mal, ob es heute besser wird. Ganz viele Betriebe entlüften einfach nur mit so einem Gerät. Das heißt, einfach nur anmachen. Dann kann man hier einstellen, wie viel Druck das Ding auf den Behälter macht. Das heißt, die Flüssigkeit wird über den Behälter in die Bremse gedrückt. Das Gerät drückt auch gleichzeitig durch den Druckluftschlauch immer wieder Flüssigkeit nach in den Behälter. Das heißt, der Behälter kann nicht leer werden. Das ist das Praktische. Und man braucht eigentlich nur noch die Entlüftungsnippel aufmachen. Wie hier in diesem Fall am Zylinder. Jetzt ist allerdings das Problem, dass unsere Erfahrung ist so ein bisschen so, dass der Zylinder es doch irgendwie liebt, wenn er so ein bisschen hin und her massiert wird dabei. Das heißt, zusätzlich machen wir es lieber auf die klassische Art und Weise nochmal. Das war so letztes Mal gut gefahren, ja. So, weil das ist eine Sache bei der Pedalerie. Die hat laut Hersteller eine Übersetzung von Untersetzung von 5 bis 6 zu 1. Das heißt, die Kupplung tritt sich jetzt übelst weich, deswegen kann ich die überhaupt so mit der Hand erst treten, weil die Übersetzung definitiv deutlich länger als von dem Originalpedal ist. Das heißt, auch der Schleifpunkt wird deutlich weicher. So, und jetzt einfach ein paar Mal pumpen und dann einfach halten, ne? Und dann machst du vorne auf. Jo! So, jetzt wichtig, wir ein bisschen pumpen. Mach jetzt mal auf. Krass, okay. Weil es ist ja schon so, dass ich das Pedal bis gegen den Punkt gegen trete. Der Brett schwer geht, ne? Genau. Und dann machst du auf und es geht weiter runter. Noch weiter. Was schon mal ein gutes Zeichen ist. Das heißt, wir treten mechanisch irgendwo auf jeden Fall an Limit dran. Also es kann gut sein, dass wir vorher schon den Kupplungspedalanschlag für die Zweischaltenkupplung wieder machen müssen. So. Was ich schon vorgesehen habe, was kein Problem wäre. Mhm. So, das ist jetzt Nummer 1. Und jetzt möchtest du das die... Das ist aber jedes Mal egal, wie ich es baue. Immer wenn ich denke, ich baue es besonders gut, dann baue ich es besonders scheiße. Man, habe ich einfach Talent für, wirklich. So. So. Wieso? Was, ja, nee, alles so. Ich dachte, so ein Nullfehler mal bauen, aber irgendwie klappt das nie. Ja, aber ich glaube, wir sind schon relativ, relativ nah dran. Ne? Zylinder statt Kinder. Würde Date jetzt sagen. Meine Frau nicht akzeptiert. Ich warte auf den Tag, wo es einfach ganz knallt und dieser ganze Innenraum hier, fahre ich einfach nach Hause. Oder ich kärchene dann aus, einfach vor der Tür. Ja, ganz wichtig bei der Elektrikverkabelung war übrigens der 12 Volt Zieh hier. Ja, für Driftbox, nur für Driftbox. Was allerdings ganz geil ist beim Erdüftungsgerät, ist, das Ding kann auch absaugen jetzt. Genau, das überlege ich jetzt gerade auch schon. Eigentlich können wir es jetzt hier, weil er ist jetzt sehr voll, ne? Und er hat ja vorne einen Min-Max. Oder lassen wir ihn so voll? Nee,
Guck mal, Alter, hier, Min ist hier ganz unten, ne? So weit kannst du da hochgehen. Max ist hier ganz oben. Also hat schon ganz gut. Also, absaugen. Absaugen. Ja, wir schon das Ding haben hier. Ist das ein kleiner Lörres? Ah, das sind diese kleinen Dinge, die Welt aber tierisch erleichtern, ne? Ja, aber wichtig ist, dass man ja 3 Jahre erstmal nicht benutzt hat. Ja, das Ding stand schon ein bisschen länger hier im Laden und ich habe auch Arbeit immer noch per Hand entlüftet. Bis wir jetzt hier einfach nicht weitergekommen sind und uns einfach gesagt haben, jetzt müssen wir hier einfach mal gucken, warum wir sowas halten. Weil natürlich bei einer Erstbefüllung von der Bremse ist es natürlich tierisch von Vorteil, wenn man hier Druck drauf machen kann, dass sich dieser ganze Weg durch Druck entlüftet, weil sonst würdet ihr beim Pumpen einfach nur das über Unterdruck ziehen und das dauert natürlich ein bisschen länger. Du suchst einen Deckel, ne? Wenn wir das Auto gleich starten und wir versuchen so ein bisschen zu schalten, der Shifter ist schon irgendwie so ein bisschen eingestellt oder so? Gar nicht. Ja, so. Wenn ich jetzt ja sage und es ist nein, dann ist. dann schneiden wir es raus. Ein Maß, wie weit die Schaltseile vorne aus dem Halter gucken sollen, das habe ich versucht zu berücksichtigen. Ah, okay. Beziehungsweise wie weit sie gekürzt werden sollen. Mhm. Das hat SQS vorgegeben, was nicht heißt, dass er funktioniert. Wir werden sehen. Ja, die geht irgendwie krass leicht, ne? Aber die arbeitet voll vorne. Ja, vor allem, ich finde eigentlich ehrlich gesagt, dass. Also auf den ersten Metern halt, aber ab hier. Also die Bremszylinder-Config ist auf jeden Fall nicht zu groß. Krass, gefühlt sitze ich übelst weit hinten schon, aber trotzdem könnte ich noch weiter hinten sitzen. Ja, aber die Pedale tiefer sein, einfach mal, ne? Ich habe die jetzt ja sehr weit angestellt, ne? Aber was heißt tiefer für dich? Ja, ich kann die ja einstellen, also ob jetzt der Nullpunkt zum Beispiel hier wäre. Ah, das meinst du? Weißt du, aber... Nö, also an sich tritt sich das ja immer geil, wenn du so ein bisschen von oben drauf trittst, ne? Wobei der Sitz auch noch nach hinten kann, aber du bist noch ein bisschen größer als ich. Jeden Zenti hier ausnutzen wieder. Ich würde jetzt als erstes einmal nur hinten aufmachen. Lass da mal ein bisschen laufen. Ja, jetzt gerade läuft gar nichts. Das ist ja das älteste Thema. Wenn du jetzt trittst, langsam... Jo. Doch, muss aber was kommen, weil wenn ich das Pedal wegnehme... Ist jetzt auf oder zu? Auf. Ah, jetzt kommt was. Okay. Jetzt wieder nicht. Doch, ist noch Luft drin. Er ist die ganze Zeit auf, ne? Jetzt ist zu. Achso, jetzt wird das Pedal auch härter. Also jetzt war noch so viel Luft drin. Warte mal. Jetzt machen wir auf. Oha, krass. Okay. Ja, warte. Ganz wichtig ist immer beim Entlüften. Jetzt ist zu. Teamwork. Das heißt, ich sage, ich trete, dann macht er das Ventil auf. Ganz wichtig ist, ich muss so lange mit dem Fuß unten bleiben, bis das Ventil wieder zu ist, weil wenn ich jetzt mit dem Pedal hochgehe, hört ihr sogar an dem Gerät, wie er Flüssigkeit nachzieht. Und wenn in dem Moment das Ventil hinten offen wäre, würde er da natürlich in dem Moment Luft ziehen. Und dann einfach immer wieder zwischendrin ein bisschen pumpen. Jo! Jo! Junge! Boah, wird ein bisschen saftiger auf jeden Fall. So ist ganz geil mit dem Gerät, weil das Gerät zeigt einem an, dass er Flüssigkeit gezogen hat. Wenn das Geräusch kommt, heißt das, er pumpt Flüssigkeit nach. Jo, kannst. Hast du zu? Ja. Jo. Und was auch praktisch ist, ihr müsst beim Luft natürlich tierisch aufpassen, dass der Flüssigkeit nicht leer geht. In dem Fall ist es so, das Gerät stellt sich automatisch ab, wenn die kleine Dose unten leer ist. Das heißt, da brauchen wir auch nicht aufpassen. Ja, jetzt das Ganze noch auf der linken Seite. Hey, mein linkes Bein schon ein bisschen trainieren hier. Ja. Immer wenn du diese kleine Kamera hast, regst du mich auch richtig auf, wirklich. Ja. Pump mal. Nur weil ich endlich mal ein bisschen draufhalte hier einfach. Wenn ich mir jetzt einen Fingerklemme, lachen 100.000 Leute. Jo. Sieht immer gut aus. Ja, jetzt haben wir auch einen richtigen Druckpunkt hier und es wird auch richtig... Krass. Nochmal? Das ganze, der ganze Querträger wackelt auch, wenn ich hier trete. Was lachst du? Geht schon schwer, oder? Nee, ich
musst du gerade lachen, stell mal vor, ich würde jetzt drauf treten und dein ganzer Halter würde genau in dem Moment... lachen, ich habe da schon drüber nachgedacht. Der ganze Halter würde genau in dem Moment... Ich ob ich das stabil genug ausgelegt habe, aber ich habe mal einen Kurator gehabt, da ist die Spitzwand gebrochen. Der hat so eine Scheißkupplung gehabt und dann habe ich den geschweißt, dann ist der Schweißperle hinter den Teppich gerollt und dann hat der Teppich gebrannt, Alter. Da habe ich aber nasse Achseln gekriegt, wirklich. Das war bestimmt auch mit Sicherheitssandalen wieder, ne? Wie immer. Das war ungefähr so, gleiches Wetter draußen, ja. Nee, also ist jetzt auch gefühlt so, würde ich sagen, dass man immer einen schönen Punkt schon mal hat. Eine kleine 54er heißt gleich abzuhören. Lass mal auch nie wieder hängig diesen Behälter in den Innenraum, Alter. Ich hab's dir vorher gesagt. Wirklich Katastrophe, ey. 5 von 3. Ich sehe das Netz, ich glaube, da drunter ist Flüssigkeit, aber ich würde es gerne für den inneren Frieden. Alter, for racing use only. Den kann ich irgendwie sehen hier. Ja, so wichtig der ist, verstehe ich das. Schön, super. Es ist ja erst 22.08 Uhr hier. Nachbarn sind noch wach. Ich würde als allererstes vorschlagen, wir checken mal, ob Kupplung so einigermaßen geht. Ich hoffe sehr. Dreh mal an einem Rad hier. So aktuell geht, ne? Dreh mal, ich schalte mal, während du... Jawohl, Alter, das hört sich schon so an, als wenn... Motor fest. Ja. Ich trete mal langsam rein und du sagst mal ab, wann du drehen kannst. Da besser, aber also je weiter du trittst, umso besser auf jeden Fall. Okay, also schon. Ja. Das heißt, es kann von der Theorie her passieren, dass der Weg noch nicht ganz reicht. Weil ich bin schon ganz unten. Wobei ich bin natürlich auch, ist das hier jetzt gerade ein Anschlag oder ist das Pedal? Nee, das ist ja das, wo wir, wenn wir aufgedreht haben, ging es noch weiter auf einmal. Ah, verstehe. Okay, das heißt, wir sind jetzt hier mechanisch irgendwo am Ende. Aber hört man jetzt irgendein schleifendes Geräusch? Also außer das Geräusch eben gerade von der Kupplung? Von der Kupplung? Nee. Ja, beim Schatten ein bisschen und so, aber sonst? Dreh nochmal. Warte. Wird schwerer, ne? Ja. Wieso, ist das zweiter Gang, oder? Mach jetzt mal. Wird noch schwerer, oder geht? Ja, das Gute ist, sie trennt immerhin schon mal. Das heißt, das... Teilweise. Nee, also, es hätte jetzt auch passieren können, dass sie gar nicht trennen, ne? Weil das ist ja auch immer so ein bisschen Sache mit Zylinder, Auslegungssache und so weiter. Vielleicht haben wir ja auch Glück und es passt tatsächlich genauso. Aber immerhin trennt schon mal. Ja, ich würde, um das Ganze ein bisschen zu entlasten, dreh du da vorne mal so ein bisschen. Jetzt gerade nicht. Ja. Ja, krass, man, dreh noch mal einmal. Jetzt neutral hört man auch den Unterschied. Das ist die Bremsscheibe, ne? Vom Geräusch her, ne? Also zwischen Kupplung und dem. Also, wir haben hier das Display schon mal so weit vorkonfiguriert. Das heißt, damit das Display ging, musste man hier... Weil praktisch ist das ja ein EcoMaster-Produkt und das Steuergerät Max-ECU. Also, das ADU ist schon echt gut und schlau, aber damit es von der Max-ECU auf dem CAN-Bus die ganzen Werte bekommt, muss man hier eine, ich sag jetzt mal, Abfrage reinlegen, eine CAN-Abfrage. Die seht ihr hier, eine Funktion. Und dann fragt er quasi die ganzen Frames, die ganzen CAN-Bus-Adressen. Und dann liegen die einzelnen Sensoren aber schon wieder auf der passenden Adresse. Also gehe ich jetzt hier zum Beispiel in die Abgastemperatur rein. Der heißt genauso ECU-EGT. Also alle Sensoren liegen quasi hier komplett genauso. Da ist dann egal, welches Steuergerät es ist, immer auf dem ECU-Channel. Man muss halt nur einmal dem ADU sagen, wie, wo, mit welchem CAN-Bus-Protokoll es abfragen soll. Und da ist halt extra hinterlegt ein Max-ECU-Ding. Dann haben wir hier schon diverse andere Sachen schon mal reinprogrammiert. Das heißt, wir haben hier einen Sensor Krümmerdruck, Kurvellendruck, Kupplungsdruck. Das sind nämlich die ganzen Sensoren, die am ADU angeschlossen sind. Krümmerdruck, Kurvellendruck, Lüftung, Kupplungsdruck. Und so weiter. Also hier sollten wir eigentlich schon mal soweit alles sehen. Spannung 13,4. Jetzt machen wir nochmal eine Sache. Wir gucken uns tatsächlich nochmal kurz den Kaltstart an. Und du kannst eigentlich unseren Auspuff schon mal vorbereiten hier. Ne? Prinzipiell Kaltstart bei so einem Steuergerät ist einmal folgendes. Cranking Fuel. Das ist prozentual gesehen zu dem eigentlichen Kennfeld, wie viel er beim Cranken, das heißt solange der Anlasser betätigt ist, die Cranking-Drehzahl kann man hier einstellen. Bis zu wie viel Umdrehung er quasi beim Cranken ist. In dem Fall ist es bis 250 Umdrehungen
ist er quasi beim Anlassen. Ab 250 Umdrehungen geht er da raus. Das würde ich jetzt schon mal ein bisschen höher machen, weil der Ethanolmotor, der wird auf jeden Fall ein bisschen länger brauchen. So, erste Tabelle ist prozentual gesehen, wie viel er beim Cranken an Sprit mehr macht, als wenn der Motor warm ist. Dann kommt als nächstes quasi Warm-up, das ist quasi die Kaltstart-Anreicherung. Das heißt, in Relation zur Abgastemperatur kann man ihm da nochmal einen Trim vorgeben, wie viel er, natürlich ist er bei minus 30 Grad am fettesten und dann wird die Anreicherung immer weniger, bis er quasi bei 75 Grad bei Null ist. Und dann gibt es noch die ASE, After Start Enrichment, das ist quasi über eine Zeit, nachdem er angesprungen ist, also wenn er aus dem Cranking ins Running geht, dann kann man ihm quasi sagen, für wie viele Sekunden er wie viel fetter ist. So, und das Ganze muss man leider rausfahren, das heißt anschmeißen, Lambda-Wert gucken und passend machen. Das werden wir jetzt auch definitiv versuchen. Wundert euch nicht, ich lasse mal mit Absicht die ISO jetzt gerade so tief, weil ich glaube, für euch ist es interessanter, wenn ihr hier die ganzen Werte sehen könnt, als dass ich hier draußen filme. Weil mit tiefer ISO ist es natürlich draußen dunkel. Ja, das hier ist unser Auspuff. Der geht draußen vor die Tür. Also das hier ist jetzt Zündung, ne? Nee, die Zündung ist jetzt ja schon an. Ja, ja, klar, aber hier, wenn ich jetzt drauf drücke, würde die Zündung einfach ausgehen. Genau. Ne? Und ihr das ist Startknopf. Das ist jetzt hier quasi ein Startknopf. Ja. So, Lambda-Sonde ist auch schon an, die haben wir mal auf Dauer aktiv gestellt, damit die gleich möglichst schnell geht. Ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen Warmstart gecheckt, kein Plan, ob das funktioniert. Sorry, Kaltstart. Also man darf nicht vergessen, Ethanol startet eh extrem schwierig. Aber ich hätte aus dem Bauch heraus auch gesagt, dass er noch wie zu mager ist. Da gibt es jetzt zwei Tabellen für. Das ist einmal der sogenannte Prime Pulse. Das ist quasi über eine gewisse Zeit erstmal eine höhere Ladung an Sprit, die reingeht. Und dann gibt es anschließend das Cranking Fuel, wo er quasi dann beim Cranken einspritzt. Ja. Das ging nur schon mal deutlich besser. So, jetzt ist er auch hochgegangen und gleich wieder ausgegangen. Das heißt, in dem Moment, wenn er angeht, geht er vom Cranking Fuel in den Afterstart. Und der hat ihm scheinbar noch nicht ganz so gefallen, deswegen ist er da gleich rausgegangen. Das heißt, den ziehen wir hier einfach mal auch radikal hoch. So, als nächstes kümmern wir uns um den Leerlauf. Den habe ich eben gerade schon schnell angepasst, damit das Auto nicht ausgeht. Also unter 1200 wird auf jeden Fall sportlich werden. Das heißt, wir lassen den mal so. 62 Grad Wasser. 5,5 Bar Öldruck. Lambda. Eigentlich bei Sony am Gast hier. Eigentlich wollten wir das Auto ja laufen lassen wegen Kupplung. Aber läuft schön eigentlich, ne? Ja, läuft schön. Ja, das ja auch. Ja, das heißt doch immer im Hebel jetzt hier, irgendwie. Ja. Aber ist schon mal ein gutes Zeichen. Kupplung getreten, Gang drin, Räder drehen dich. Und da die Räder auch sofort stehen bleiben, wenn ich Kupplung loslasse. Jawohl. Jetzt können wir gleich mal Bremse testen. Macht er schon mal. Ah, Fallhebel abreißen, gleich gut. Also, wir testen mal kurz. Dritte Gang. Jawohl, fünfte. Ist er ausgegangen. Jetzt kann auch sein, dass Tank leer ist, weiß ich nicht. Das ist auch Benzindruck. Ach stimmt, jetzt wo du sagst, Benzindruck hat er hier die ganze Zeit, glaube ich, gar nicht gehabt.
es könnte tatsächlich sein, dass wir einen Tankleer georgelt haben. Das können wir mal easier checken. Hier haben wir nämlich auf jeden Fall den Spritdruck drin. Damit wir ihn nicht nochmal starten müssen, gehen wir jetzt einfach mal auf die Outputs. Man kann nämlich immer bei diesen Steuergeräten einfach testen, was passiert, wenn ich sie jetzt anmache. Ja, der baut schon noch Druck auf. Meine Vermutung ist jetzt einfach, das wird jetzt auch noch ein bisschen hier Abstimmung sein. So, ja, das wärmer ist, wird und bla. Ja, das Problem ist natürlich hier drin, ne? Ich habe ehrlich gesagt auch jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, was der Lambda-Wert war. Warm. Das passt natürlich alles noch nicht, ne? Das muss man jetzt natürlich alles erstmal rausfahren. Aber treten wir die Kupplung schon zu weit? Das müssten wir jetzt als erstes testen. Ich habe ja einen Anschlag vorgesehen. Zur Not nehmen wir den mit zu Chris. Ist da so alles dicht und so? Kommt nichts raus? Also passt alles? Nichts runter. Was machen wir? Ja, ich gucke es mir gleich nochmal an. Ich muss jetzt ja zum Glück die Kupplung nicht mehr treten, weil jetzt ist ja Leerlauf wieder drin. Ja. Also Warmstart und so hat mir auf jeden Fall Erkaltscher, das hat mir schon alles deutlich besser gefallen. Da können wir schon mal mit arbeiten. So, das Problem bei diesen Autos ist immer, durch diese extrem krassen Nockenwellen und dazu riesen Ansaugbrücken, riesen Ladeluftsysteme und so weiter, schaffen die Motoren es immer kaum unter Druck zu ziehen. Das heißt, im Leerlauf machen die vielleicht gerade mal so minus 0,2 bar mit Glück. Das heißt, er fährt wirklich immer genau zwischen der Spalte. 100 kPa ist Umgebungsdruck, 0 bar. Das heißt, sobald man ein bisschen Gas gibt, ist er natürlich hier. Die Spalte darunter bei 80 ist er aber wiederum schon wieder im Leerlauf, weil er einfach nicht mehr schafft. So Serienmotoren, die ziehen schon gerne mal hier eher so minus 0,6 bar. Das heißt, man hat viel mehr Fleisch dazwischen. Okay, ich habe hier Lambda offen und das offen. Und ich würde es gerne noch einmal gucken, was passiert. Wenn wir nochmal starten hier. So, jetzt sehen wir zum Beispiel 0,74, wie fett er ist. Das heißt, der Warmstart gerade war viel zu viel. So, jetzt sehe ich hier zum Beispiel, dass wir immer noch einen Prime-Puls haben wollen. Das heißt, er rotzt einmal rein. Den machen wir aber auf 0. Den brauchen wir bei der Temperatur definitiv nicht mehr. Und genauso, Cranking Fuel, behaupte ich mal, brauchen wir hier auch nicht mehr. So, nächster Versuch. So, jetzt ist er angegangen. Schon beim ersten Mal starten. Das war aber schon mal ein Erfolg. Ist dann wieder ausgegangen. Also ich bin jetzt hier im Leerlauf drin. Jetzt fährt er gerade Leerlauf zwischen 70 und 90 Grad Wassertemperatur. Und ich hatte hier eine 10 und das wird ihm gerade zu wenig gewesen sein. Deswegen ist er dann direkt ausgegangen. So hoch gedreht, weil ich die 50% Crank Duty gegeben habe. Oh, aber jetzt fahren wir da eigentlich einen richtig schönen Landerwert. Lander 09. Wir könnten die Drehzeit ein bisschen runterfahren. Ah, jetzt geht die Öltemperatur auch hoch. Eigentlich wollen wir ja nur die Kupplung testen, ne? Wollen wir das nochmal machen? Ja. Es geht jetzt darum, wie weit wir die Kupplung treten müssen. Das ist natürlich bei so einem Auto die Hölle, weil man hört wirklich fast gar nichts. Aber man hört, wann er klappert. Und das ist bei einer Mehrscheibenkupplung der Punkt, wo sie auch trennt. Und ich bin auch der Meinung, wir treten sie minimal zu weit. Ja, aber alte Krasse. Also jeder, der hier einen Auspuff nach draußen verlegen will, der Schlauch steckt wirklich einfach nur auf dem Alurohr. Und hat es überlebt. Und jetzt überlebt, ne? Also, kurzes Resümee. Auto läuft, läuft auch schön. Ich würde sagen, Kupplung trennt schon zu weit. Mhm, also man auch. Also wir sind da mechanisch dann irgendwo... Genau, also genau, dass wir den einfach nur begrenzen. Dann würde ich leider vorm Prüfen das Auto noch einmal abdrücken. Bin mir nicht sicher, ob er 100% dicht ist wirklich überall. Mhm. Weil dieses, hast du vielleicht das eine oder andere Mal gehört, wenn du nach dem Gas geben, wenn er so nachläuft... Das ist gerne immer ein Zeichen dafür, also klar, die Software passt jetzt vorne und hinten noch nicht, ne? Aber das ist so ein bisschen so ein Zeichen dafür, dass es sein kann, dass er irgendwo Nebenluft zieht. In dem Moment, wenn du die Drosselklappe zumachst, zieht er ja den Unterdruck hoch und dann saugt er natürlich irgendwo und läuft hinterher. Da können wir auf jeden Fall noch einmal den Motor abdrücken. Aber sonst, Öldruck ist voll da, Auto läuft schön, alles dicht. Max ECO immer wieder begeisternd, wie man mit 2-3 Klicks diesen Warm- und Kaltstart dann doch deutlich besser hinbekommt. Also in der Länge der Zeit. Also, Auto läuft. Geil. Gänge gehen rein, alles funktioniert. Demeyer kann seine Badehose anlassen, weil Getriebe braucht er nicht mehr ziehen. Und mit der schlafe ich heute, Alter. Und
Im nächsten Video sind wir dabei, Chris auf dem Prüfstand. Im nächsten Video machen wir es kaputt, genau. Im nächsten Video, genau. Nein, im nächsten Video knistern wir das Ding auf dem Prüfstand mal ein bisschen auf, gucken, was da geht. Und dann kommt tatsächlich auch schon ein Event. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal.